Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Tales of Crisis 11 mit Melonen. Ja, in der letzten Folge haben wir von Hubert den Auftrag bekommen, nach Strata zu reisen, um dort den Präsidenten einen Brief zu überbringen, der vielleicht oder vielleicht auch nicht dafür sorgt, dass Hubert nicht hier von Land weggeschickt wird. Und ja, bevor wir das aber machen, würde ich sagen, wir gehen erstmal hier hin. Einfach so. Ich dachte erst, ich wäre hier richtig, weil wir müssen ja mit dem Schiff dort hinfahren. Und ja, anscheinend nicht. Das ist, glaube ich, in die Richtung, wo wir auch Cherrya in der letzten Folge gerettet haben. Ach ja, die haben wir übrigens auch in der letzten Folge gerettet. Nur so nebenbei. Okay, weswegen ich jetzt aber jetzt hier hingehe, das erfahrt ihr gleich. Weil wir haben noch eine Quest offen stehen, die heißt, glaube ich, der irgendwann mit Brief. Und ja, wir gehen jetzt erst einmal. Es gibt nee. Wir gehen jetzt erstmal hier hin, weil da ist die Quest nämlich. Wo ich das weiß. Da wüsstet ihr wohl gern. Ja. Okay, da ist ein Stern. Ein Stern symbolisiert immer etwas sehr, sehr Tolles. Fragezeichen. Was haben wir hier? Oh, sieh an, ein Brief. Wer hätte das gedacht? Wer den wohl geschrieben hat? Er ist an mich adressiert. Ist er von jemandem aus Land? Es steht nicht drin, von wem er ist. Willst du ihn lesen? Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Er ist doch an dich adressiert. Wo liegt dann das Problem? In Ordnung, sehen wir nach, was drin steht. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Ich Hatio, das weißt du genau. Lieber Espel. Wie lange ist es her, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben? Wenn ich von deinen Erfolgen an der Ritterakademie höre, packt mich die Sehnsucht nach dir. Okay, letztens bin ich dort hinuntergeschlichen, um dich zu besuchen. Leider warst du bereits fort, als ich eintraf. Ich habe nach dir gefragt, aber mir wurde nur gesagt, dass du eine ganze Weile fortbleiben würdest. Da ich dachte, du seist nach Hause zurückgekehrt, brach ich umgehend nach Land auf, aber auch hier konnte ich dich nicht finden. Also beschloss ich, dass es das Beste wäre, dir diesen Brief zu schreiben. Ich dachte, wenn ich eine Anfrage an das Anwesen sende, wirst du den Brief am ehesten finden. Ich hoffe, dass ich recht habe. Ja, so viel dazu. Zu Hause geht's wie immer drunter und drüber. Deshalb könnte dies der letzte Brief sein, den ich dir schicken kann. Ich würde dich sehr gerne wiedersehen, aber ich weiß, dass du sehr viel zu tun hast und ich will dir nicht zur Last fallen. Pass auf dich auf und sei versichert, dass ich deine Freundschaft über alles schätze. Wer mag das wohl sein? Schaut euch das Datum an. Das war vor über einem Jahr. Der Verfasser steckt wohl in einer ziemlichen Klemme. Glaubst du, der Verfasser ist? Es gibt nur eine Person, auf dem der Gedanke käme, hier einen Brief zu verstecken. Er muss meine Hilfe gebraucht haben. Aspel, lass uns hier zurückkommen, zu dritt. Ja, dann können wir unter diesem Baum stehen und einen neuen Freundschaftspakt schließen. Geil. Und jetzt gehen wir einfach. Es ist es nicht, Aspel. Richard wollte nicht deine Hilfe. Er wollte dich nur wiedersehen. Auch wenn er dabei sein Leben riskierte, indem er das Schloss verließ. Geht's dir gut, Cherrya? Ja, alles gut. Ich weiß es, weil es mir genauso ging. Genau, anonymer Brief. Und Cherrya hat den Titel Mitfühlende Seele und wir haben ein Wasser der Vergebung bekommen. Total ruiniert. Mitfühlende Seele hier. Sie weiß, wie es ist, wenn man allein ist. Also fühlt sie mit jenen, denen es auch so geht. Ja. Obwohl Heilmittel. Verdammt, das hatte ich hier jetzt. Heilnacker ist gut. Wegzeit runter ist immer gut. Okay. Kann ich jetzt irgendwie schnell reisen mittlerweile? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ja gut, dann. Geht weg. Muss ich wieder zu Fuß den ganzen Weg zurücklaufen. Gut. Dann haben wir auch bis jetzt alle Quests in Land erledigt. Ich versuche die ja eigentlich irgendwann mal alle auf einen Haufen zu erfüllen, weil immer wieder hier zu den Städten hin und her zu rennen, das ist nicht so schön toll. Ne? Und ja. Aber jetzt, wo wir schon mal dabei sind, wo ich euch mehr oder weniger gezwungen habe, das zu machen, ist es so. Ja. Oh, hier ist doch ein Stern. Noch ein Stern.
Die Nebenquests kommen später. Oh, ein Stern! Ich bin voll konzentriert. Was hast du, Sophie? Ist das so ein Blumenbett wie bei Aspel zu Hause? Ja, aber es hat sich lange niemand darum gekümmert. Das sehe ich. Warum kümmerst du dich nicht darum, Sophie? Ja, so kann man das Problem auch lösen. Das ist eine tolle Idee. Du könntest Samen einfassen, so wie du es mit dem Sophelias gemacht hast. Darf ich das wirklich? Natürlich, mach was dir gefällt. Gut, ich werde es versuchen. Weißt du was, wir sollten Blumensamen aus der ganzen Welt einpflanzen. Aus der ganzen Welt? Ja, das würde doch noch viel mehr Spaß machen, als nur heimische Pflanzen einzusetzen, oder? Da hat sie recht, Sophie. Gut, dann mache ich das. Immer wenn du neuen Samen findest, kannst du ihn hier einsetzen. Und schon bald wirst du den schönsten Garten aller Zeiten haben. Ich gebe mein Bestes. Okay, einige müssten wir schon gefunden haben. Pflanzen wir die direkt mal ein. Dann wollen wir mal diesen Nachtliliensamen einsetzen. So sollte es gut sein. Okay. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber ihr habt ja Zeit, ne? Dann wollen wir mal diesen Rapssamen einsetzen. Ich habe gehört, dass daraus Öl gemacht wird. Sollen wir auch Melonsamen mal einpflanzen? Und dann wachsen da Melonen. Das wäre doch richtig Hammer. Könnte hier damit zwei Melonen rumlaufen. Wir müssen irgendwo welche auftreiben. Mehr habe ich nicht, was ist das denn? Okay. Dann gehen wir mal zurück zum Landanwesen und geben unsere Quest ab und dann gehen wir mal weiter. Haben ja nur schon 7-8 Minuten erstmal Immer das gleiche. Wir haben ein gerades Ziel. Oh, was ist das? Okay, hier. Na, ey. Kommt direkt mehr Quests. Okay, neue. Ich aktiver Gruppe. Entfernungsstrom, geil. Kapier wieder Sturm, ja. Gibt's halt, ja. Man sieht, ich tue sehr konzentriert auswählen, was ich hier lerne. Was haben wir hier? Nehmen wir das einfach. So. So, habe ich gerade welche gekauft. So, dann gehen wir mal weiter. Auf nach Strata, wir hatten ja irgendwie so eine Aufgabe noch. Boah, das macht aber... Ich glaube, das Spiel wird mehr Spaß machen, wenn ich erstmal schnell reisen kann. Weil dann kann ich hin und her reisen, wie es mir beliebt. Und muss ich den ganzen Weg zu Fuß laufen, aber mir tun schon die Beine weh. Mehr Äpfel? Nee, okay, tschüss. Ein bisschen eingekauft, habe ich auch noch hier ein bisschen in Land. So, hier und da kleine Sachen. Wie Apfelgummi und Traum und Pfirsichgummi. Ich habe, glaube ich, so 6 Stempel oder so in Land. Mal gucken. Egal. Den Schwierigkeitsgrad habe ich wieder auf den höchsten gestellt. Ich glaube, das war Chaos. Und ja, ich hoffe, die Monster in Strata werden uns nicht plätten. Aber wann plättet uns denn schon mal was? Außer die Bosse und fast alles andere. Ja, und ja, super Apfel. Wer wo nur richtig im Kopf ist, hebt den bitte schön Apfel auf. So, Story. Aspel, can I see what Hubert gave you? Was ist das? That's funny. When Aspel first entered the academy, he talked about his brother all the time. Captain, come on. We don't need to bring all that up now. I want to hear it. Me too. Ich nicht. Asbel's brother had been sent to Strata, and he worried about him constantly. Was he lonely? Was he being bullied? His brother was a quiet sort, and Aspel worried others would mistake that for weakness. You even sent him a letter, if I remember correctly. Yeah, but I never got a reply. I'm sure he knew you were thinking of him. I hope so. Here's the charm back. Anscheinend wäre nicht so verbittert gewesen.
I'm sure it will protect you. Thanks, brother. Stimmt, ist da Sprengpulver drin, ne? To the port. Let's hurry. Na gut, es geht. Also mal Speicherpunkt abgasen. Es geht. Hier kommen die Oswells. So guys, din. What's Strata like? I heard it was covered in sand, but Asbel, what are you doing? Ich pinkel. Nothing. You seem awfully nervous. Ooh, someone's freaking out about meeting the new family. No, it's not like that. I don't want to say anything rude. Captain. Es sah aber so aus, als würde es so pinkeln gehen. Wir kommen irgendwann mal darauf zurück. Okay, haben wir ja noch was. Anzahl der Elfen mit Zastotz ist gestiegen. Yes. Bangen wir einfach mal da rein. Okay, das wird mit Sicherheit nicht dupliziert mit 3,2%. Würde ich sowieso ändern, aber was soll's. Vielleicht habe ich halt Glück. Das ist kein Gummisamen, den werfen wir weg. Jetzt okay, sind wir überhaupt schon mal weiter als hierhin gelaufen? Nö, anscheinend nicht. Oh, geil, wegwerfen. Oh, da ist voll viel Geld drin, weg damit. Und kein Skit, okay. Wir sind jetzt im Westlandhafen. Ey. Ich war gerade so am Swingen. Looks like Stratton's soldiers are guarding the port. We can take that boat to Strata. Da hätte ich jetzt nicht gedacht. Dafür sind wir doch irgendwie hier, Leute. Man verschwendet doch nicht unsere Zeit. Was denn eigentlich ausrüsten? Kaufen wir einfach irgendwas. Und bringt nichts. Egal. Dann nicht. Hier ist nichts. Was Frauen wirklich futtern. Okay. Probably ought to eat something to tide us over. Good idea. I bet the cafeteria on board will be expensive. Sure, yeah. You should eat something too, Sophie. Because if you decide you're hungry later, it'll be too late once we're on board. Wir können auch was zu essen mitnehmen. Understand. You too, Pascal. Yeah, whatevs. I'm not hungry. That doesn't matter. Eat something. They aren't even selling anything good around here. What's wrong with grilled chicken? Well, you know, I'm not into the greasy stuff. You like grilled chicken, Sharia? Of course. It's like they say, real women eat chicken. Only you say that. Hm. Das große Geheimnis der Frauologie. Chicken. Das hier ist eine Anlage. Der Anleger für die Fähre, die zwischen Lord und Allray in Strata verkehrt. Ich wollte schon Auljol sagen. Wir sind ja nicht in einem Spiel, das ich nicht nennen möchte. Xillia! Wir legen ihn kurz ab. Jo. Ah, ein vollkommen leeres Schiff. Was? Leeres? Leeres, mein Gott! Ich bin manchmal so ein Sprachakrobat, ne? Auf nach Strada. Wow, nächstes Mal skippe ich das, weil hier nichts passiert. Yay! Oh. Oh, wir haben voll Privatboot hier irgendwie. Kein anderer ist hier drauf. I lost this. Thank you. Is it the same Sopharia I gave you? Huh? Well, yeah, it is. Is that okay? The times we spent together are some of my favorite memories. And after everyone left and I was alone, I used those memories to keep going. I honestly never thought we'd be together again. I mean all of us. Sophie too. Not just you and me. Okay, if you know what I mean. I'm happy we're all together again, too. I don't think you understand anything.
War ein versteckter Angriff? Oh, hi, es ist Richard. Your Majesty, you should rest. I must insist that you return to your room at once. I'm fine. There is no need. But sire, you are still recovering from the grievous wounds you received. I am nur eine Fleischwunde. Dallin. What does that mean? I am the King of Windor. Do not think to equate me with mere commoners. The king must be strong, and I must become even stronger. And I know just what to do. There is great power here in Windor. And not just here. This entire world is filled with incredible power. Okay. Bin mir sicher, mit ihm ist alles in Ordnung. Diese Aura ist bestimmt so eine Königssache. I wonder how long it'll take to reach you, Liberté. Pardon me, but are you heading to the capital? Unfortunately, the road is currently blocked by the Rockagon. The Rockagon? It's a large monster with a rock-like appearance. Still, this is odd. I'd heard that the Rockagon was an intelligent and docile creature that never troubled humans. Normally that's true, but right now it's rampaging on the high road between Sable Isolde and the capital. It's a dangerous situation, so the military has closed the high road to all through traffic. Thank you for informing us. Haben die auch nur gemacht, weil wir Melonen auf den Köpfen haben. I spent time here before joining the Knights. The Rockagong is beloved among the citizens of Strata. So, what's the plan, Asbel? Hard to say without knowing more about the situation. For now, let's head for the town of Sable Isolde. Sind wir jetzt schon direkt in der Stadt oder müssen wir erst durch die Wüste? Malik hat den Titel Gelehrter. You don't say. So, die Story-Dinger, die werden natürlich immer schnell erlernt. Hallo. Dieser Typ redet komisch und geht mir langsam auf die Kids. Ey. Was, diese fiesen Kids ärgern mich. Wie können sie wen ärgern, der so süß ist wie ein Turtles? Das ist ein schwarzer Tag für die Gesellschaft. Bitte, ihr müsst mir helfen, ich werde euch das belohnen und so. Okay. Dank, Mann, für Menschen seid ihr echt klasse. Und aus lauter Dankbarkeit verrate ich euch ein Geheimnis. Hihi, solche Erstklassen-Infos kriegt man nicht alle Tage. Okay. Von den anderen Kindern hat man nie mehr etwas gehört. So, dann gehen wir mal in dieses Haus. Hütte. Tausendmal Entschuldigung. Kiste. Kätzchen. Miau. Ein Fisch. Okay, hier ist eine Muschel. Er kommt aus dem Wasser, ist ein Fisch. Sieht aus wie eine Pflanze, ist ein Fisch. Was meinst du, das ist ein Felsen? Das ist ein Fisch. Okay, Suzuskata. Ich werde nicht weinen. Okay, dies aus Tales of Phantasia, glaube ich. Hi. Und hier haben wir direkt einen neuen Samen. Wir gehen jetzt extra nochmal zurück und pflanzen ihn ein. Nö. Der wäre ja noch schöner. So. Zwiebeln sehen wir aus, als bräuchten wir Zwiebeln. Wir haben Melonen. Niemals aufgeben. Asbel, I've been wondering, when did His Majesty's behavior begin to change? When we first saw him again, he seemed like the same Richard we knew before. But soon after that, his personality began to change. I wonder what happened to him. The last time we saw him,
back at Launt, I could barely recognize him. Hmm. It's possible he may never return to the man he used to be. That's not true. Sharia? Richard will come back. Everything will be like it was before. And the same goes for Hubert. I just know it. Don't worry. I'm not giving up on them. Hm. Was soll denn mal dieses Hm am Ende? Was soll das? Was soll das Verachtende hier? Ah, eine Art Schuppe. Vielen Dank. So, wieder wechseln. Alles so auf Level 3 bringen. Ja, weil ich es kann. Halt. Und dann immer heimlich auf Level 4 bringen während einer Trainingssession. Das ist meine Philosophie. So, was haben wir hier noch? Noch mehr Kinder. Hallo. Tschüss. Hi. Hier wollte ich gar nicht reden. Hallo. Ich habe selber hier Reisengeschichten. Okay. Verdammt. Okay. Ausrüstung, genau. Weil ich dualisiere ja nicht, deswegen kaufen wir Ausrüstung. Zack. Und direkt 13 Stempel. So. Haha. Mehr Zwiebeln. Ich weiß ja immer noch nicht, ob wir die. Ach, wir haben schon. Runde Tunika. Wer hat als Tunika? Ich muss mal kurz nachdenken. Robe, Tunika. Ne, warte mal. Robe. Was? Kurz nachdenken. Ja, dann brauchst du gerne eine Tunika. Was? Ey! So, ausrüsten. Oh, achso, okay. Habe ich nur nicht hingeguckt. Und da haben wir schon alles, okay. Alles klar. Dann haben wir noch was hier. Oh, da ist eine Truhe, hallo. Oh. Passwort. Wo war nochmal? Prüfen. Der Name des Händlervolks steht da. Ah, okay. Wie werden hier geschrieben? Turtles. Ich habe keine Ahnung, wie die geschrieben werden. Nein. So. Ah. Warte mal, wo ist so ein Turtles-Händler? War doch gerade einer. Hi. Turtles, okay. Habe ich das nicht geschrieben? Ne, ich habe Turtel, ne? Oh, bin ich blöd. Wollte ich das so schreiben, aber nö. Turtles, okay. Turtle. Mit Z oder mit S? Buch des Unterhalts. Das Zauberbuch stellt deinen KP auf Reisen wieder her. Da rinnt ja ein, das rinnt ein Jahr durch den Finger. Oh ja. So. Was haben wir hier noch? Eine Entdeckung. Stein der Wahrheit. Und Wahrheitssalz. Wie süßlich mundet doch Betrug. Check this out. It says that if a liar licks the salt, it'll taste totally sweet. Komischerweise weiß sie auf einmal alles. Well, we can try it out. Everyone give it a lick. I can't wait to see who's a okay. Fat liar. I'm up. Very well. If I must. Huh? Well, so salty and gross. What about you, Asbel? Oh, yeah, salty. I had too much. Blech. Everyone could taste it? It's salty, isn't it, Sharia? Wow, it is so salty. Blech. Sharia, you're acting a little odd. Huh? What? No, I'm not. I'm fine. Let's talk about Captain Malik instead. Are you okay? You need to watch your blood pressure. Hey,
So ein plötzlicher Themenwechsel. Vor allem, er hat erst gar nichts gesagt, weil ich sage, ja, und Lügner. Okay. Es geht immer noch, es geht. Was ist denn ein Rockagong? The military is closing roads off because of one Rockagong monster. I don't know anything about it, but is it really that dangerous? It's no mere monster. It wouldn't be a fair fight for us humans. Do you have any idea why, Captain Malik? Vielleicht weil es groß ist. Something I've heard. I suspect we'll understand as soon as we lay eyes on it. Das heißt, es ist riesig. Es muss ja ein riesig sein. Na gut, dann würde ich aber sagen, wir haben unseren Zeit für diese Folge geil. Wieder, was war der Vergnügung? Danke. Erfüllt und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.